Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal ein Rezept für einen Kartoffelauflauf. Als allererstes brauchen wir Kartoffeln, die schält ihr euch. Dann schneidet ihr die Kartoffeln in Scheiben. In schöne dünne Scheiben. Jetzt nehmen wir uns eine Auflaufform, die fetten wir uns mit Margarine ein bisschen ein. Jetzt legen wir eine Schicht Kartoffeln in die Auflaufform. Die Kartoffelscheiben würzen wir jetzt mit Salz, etwas Muskatnuss und etwas Pfeffer. Jetzt brauchen wir etwas Käse. Ich habe jetzt hier Emmentaler. Den reiben wir uns über die Kartoffeln oben drüber. Jetzt wiederholen wir unseren Vorgang. Wir legen wieder Kartoffelscheiben oben drauf, würzen das Ganze wieder mit Salz, Muskatnuss und Pfeffer. Und dann streuen wir wieder etwas geriebenen Käse drüber. Das Ganze wiederholt ihr jetzt so lange, bis eure ganzen Zutaten verbraucht sind. Als nächstes nehmen wir eine Schüssel, in die geben wir ein Ei, etwas Milch und Schlagsahne. Das Ganze verrühren wir. Würzen und abschmecken tun wir uns das Ganze wieder mit Pfeffer, Muskatnuss und Salz. Ihr verrührt das Ganze. Jetzt verteilen wir gleichmäßig unsere Soße über den Auflauf. Jetzt überbackt ihr den Auflauf bei 240 Grad ungefähr 40 Minuten. Und so sieht unser Auflauf jetzt fertig überbacken aus. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken, bis zum nächsten Mal. Tschüss!